So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, hier wird fleißig aufgebaut. Und ich würde sagen, wir werden hier nicht mehr so wirklich benötigt. Es sei denn, wir haben ganz viele Untergrundrohre. Öl scheint theoretisch genügend da zu sein. Machen wir es mal ganz altmodisch. Können, denke ich, auch mal eine Druckerhöhung einbauen, oder? Na, das sieht doch schon mal gut aus. Das war richtig. Upsi. Bitte drückt mal auch möglichst viel hier hin. Wir brauchen wirklich sehr, 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 sehr viel mehr von diesen Komponenten. Naja, wir können ja noch mal gucken, was so fehlt und die restlichen Rohre hier zurückstopfen. Aber ich denke mal, es wird gar nicht mehr möglich sein, weil es eh schon voll ist. Oder? Jetzt sind alle unterwegs. Sehr gut.
Wir lassen uns dann mal in der zentralen Basis mal ein bisschen auftanken, würde ich sagen. Und wir brauchen, wie ich sehe, mehr Uli. Na, für den Job haben wir ja noch genügend Rohstoffe in der Tasche. Hoffe ich. Glaube ich. Sollte jedenfalls so sein. Zwei, vier, sechs, acht. Acht auf sechs würde ich jetzt vorschlagen, hier zu bauen. Ja, acht auf sechs, also. Ist denn mein Blaupausenbuch bestimmt hier unten noch drin? Ein bisschen was weg. Okay. Schade, ich dachte, es geht. Wir machen mal aus dem ganzen Spaß Wout. Das gefällt mir nicht. Mir das lieber. Dann, wir wollen nämlich die anderen nämlich auch gleich nämlich noch auf Rot aufrüsten. Das erscheint mir durchaus sinnvoll. Könnte allerdings etwas unserer Rohstoffversorgung etwas überfordern hier. Was eigentlich nichts weiter heißt als, warum brauche ich mir grün? Wenn es unsere Rohstoffversorgung etwas überfordert, dass wir sie upgraden müssen. Ja, Hintergrund ist, wir brauchen mehr Plastik.
So, wie sieht das jetzt aus? Wir haben noch keine Engpässe, weil es kommt ja von oben ein fettes Bad nach. So, fast geupgradet auf Rot. So, jetzt müssen wir nur noch hier etwas anschließen, würde ich behaupten. Und dann haben wir es ja geschafft. Upsi. Ja, das Inventar vergrößern, das ist immer gut. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt nur noch ist noch Wasser im Weg. Ich bin ja höchst erfreut.
Und hier ist noch Wasser im Weg. Ja, ich sehe, ich sehe, ich sehe sogar wo. Kommt. Ladet euch auf. Komm, schneller. Schneller. Kommt. Das Gute ist, selbst wenn wir jetzt viel zu viel Kohle verbrauchen würden, das wäre nicht schlimm, weil hängt ja kein Strom dran. Und auch hier brauchen wir wieder ein 8 auf 6, würde ich behaupten. Ne, kein Upgrade-Planer. So. Ist jetzt irgendwie doof. Wollen wir einfach mit Rot, weil wir es haben. So.
Guck. Komm, ich kopiere mir hier nochmal sowas. Das Gute ist, wir brauchen keinen Strom. Dinge, die einfach so funktionieren, sind einfach toll. Was natürlich irgendwann hart wäre, wenn sie einführen würden, dass sie Strom verbrauchen würden. Weil dann brauchst du ja noch mehr Kernkraftwerke. Weil man sieht ja schon bei meinem Stromverbrauch, dass es insane hoch ist. Und ich habe jetzt nicht so viel gebaut, würde ich mir etwas behaupten. Klar, ich habe überall, wo geht, Produktivität reingeschmissen. So, die Routen sollten hier mittlerweile alle gesetzt sein. Wenn ich jetzt da oben das anbinde, dann sollten wir das gekauft haben. Ja, noch in dieser Folge. Bin ja begeistert. Und wie wir sehen, läuft jetzt hier wieder alles 100%ig an. Ja, von der Seite kommt noch ein bisschen wenig, aber das liegt vor allem daran, dass hier etliche Fabriken noch fehlen. Und was ich gucken wollte. Nee, reicht nicht. Zur Not müssen wir eben mehr von denen spammen, ne? Tja. Ist das eben so? Dann würde ich doch sagen, schmeißen wir noch in den letzten Zügen dieser Folge mit ein paar Ziegelsteinen, die wir hoffentlich irgendwo finden. Beispiel hier. Ein paar von denen hier mal an. Wir laufen hier noch nicht voll, das ist gut. Achso, und unser Lagerhaus können wir ja noch mal auffüllen lassen. Weil wir haben ja hier ordentlich was verbraucht. Hier noch mal Ziegel mit. Und warum zur Hölle fehlt uns Stahl? Schwimm doch im Stahl.
Siegel sollten genug sein. Mal gucken, wie weit wir mit den 30 hier kommen. Ja, gucken wir noch mal zum Abschluss in die Produktionsstatistik. Wie es da aussieht. Und ich bin ein Idiot, yay! Wir brauchen die hier. Naja, haben wir noch ein paar. Was sind das? Geil, rumgefailt. Wir noch um Sturm. Wollte auch das ganz gerne fertig kriegen. Ändern. Mann, ich wollte jetzt das doch ganz gerne noch hinkriegen. Das ist ja zum Glück super nervig. Logistik, das raus. Das raus.
Na los, jetzt macht mal hin. Kann doch nicht so ewig dauern, hier ein paar Untergrundrohre herzustellen. Haben wir mehr als genug? Wo haben wir doch auch unendlich viele. So brauche ich euch gar nicht so hart zu beschleunigen. Da ich demnächst nämlich viel mit Rohren arbeiten werde. Dreiunddreißig müssten jetzt belegt sein dadurch dann. Von wo zur Hölle kommen die denn? Eisen, okay, von da und von da kommen Rohre ohne Ende. Ach, von hier. Die Folge wird schon wieder lang. Ha? Das Schlimme ist, ich kann die hier nicht abreißen, das bringt nichts. ja, das muss jetzt einfach hergestellt werden. Langsam. Aber wir kommen trotzdem, wie versprochen, in die Produktionsstatistik. Letzte Stunde. Und wir sehen, wir sind von. Ich sag mal. Von 19k sind wir jetzt auf.
43.000 gesprochen. Haben wir hier auch irgendwo noch mal Saft? Stimmt. Dann würde ich sagen, drücken wir hier noch mal ein bisschen mehr rein. Einfach um schon mal zu gewährleisten, dass hier alles schön voll ist. Ja, aber wie wir sehen, läuft hier auf 100%. Und hier oben brauchen wir noch eine Milliarde Pipeline-Rohre. Was eventuell auch dazu führen könnte, wir haben hier immer bloß noch zu wenig Öl. Was einfach daran liegt, dass wir hier viel zu wenig Pumpen und alles haben. Aber das braucht jetzt einfach alles Zeit, würde ich behaupten. Bis sich das hier nämlich geupgradet hat und dann geht es hier richtig los. Und wenn nicht? Ah. Kommt das hier nochmal weg? Wir zapfen dann das Ölfeld an, aber kopieren den ganzen Spaß einmal hier rüber. Weil wenn ich das hier so sehe, Leichtölverarbeitung ist noch nicht am Limit, aber es passt so ziemlich. Also müssten wir das einmal auch mit kopieren, was ja nicht schlimm wäre. Ihr braucht eine Schwerölverarbeitung. Leichtöl. Ah, hier unten. Ja, aber hier können wir noch viel mehr rausquetschen. Ich glaube, hier passen auch. Ja, hier könnten wir auch immer noch ein Beacon dazwischen setzen. Allein das würde so unglaublich viel bringen. Aber da müssen wir erstmal das Öl für hinkarren können. Momentan, ja, sind wir am Limit vom Öl angekommen. Bedeutet, die gesamte Produktion da unten würde viel besser laufen, wenn wir mehr Rohöl hätten. Also, ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach noch mal ein paar Minuten laufen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, also, ich stelle mich jetzt, weiß nicht, da unten bei den Rohren hin. Und pass auf, dass das fleißig dabei noch produziert wird. Würde ich mal sagen. So, jetzt komme ich nach da unten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.